lost their interest. They won't find a better than this. Just let go, you leave. Just let me go, so I won't look down. You will rise. Just let me go, interest. Yo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute ist die Themenlage nicht ganz so gut. Ich weiß, vielleicht wollen manche das nicht hören oder so ein Depri-Video in Anführungszeichen oder ein eher nicht so gut gelauntes Video. Vielleicht wollt ihr das gar nicht hören oder nicht sehen. Trotzdem finde ich es einfach, es muss angesprochen werden, es muss drüber geredet werden, es muss darauf aufmerksam gemacht werden und dafür versuche ich die Reichweite, auch wenn es nicht so viel ist, die Reichweite, die ich habe, zu nutzen. Denn heute geht es darum, und ich hoffe wirklich, dass zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Video seht, sich da in dem Punkt irgendwas gebessert hat. Heute geht es darum, dass der Amazonas, die Lunge der Erde, seit Wochen brennt, CO2-Ausstoßungen, Emissionen einfach in die Luft gepumpt werden und sich gefühlt niemand dafür interessiert. Und oh, schade, ich habe gedacht, ich bekomme den noch. Dass niemand es löscht und dass vor allem wir sagen, jo, wir müssen die Erde retten, wir müssen uns darum kümmern, dass wir CO2-Ausstoße reduzieren, es einfach abbrennen lassen und es auch so gefühlt, außer uns Leute, die halt nichts dagegen machen können, niemanden juckt, so wisst ihr. Und nein, Bruder, nein. Ich finde das halt echt belastend, wenn ich mir so vorstelle. Und nein, danke, dass du fliegst. Ich finde es echt belastend, dass wenn du dir überlegst, das ist ein Urwald, der über Jahrtausende angereift ist. Und Bruder, Knockback ist halt gar nicht so dein Ding, oder? Als ob er mich halt wirklich noch bekommen hat. Es ist halt schlimm, wenn ich mir vorstelle, dass ein Urwald, der tausende von Jahre gewachsen ist, der tausende von Jahre CO2 aufgenommen hat, jetzt einfach wegbrennt, der alles wieder in die Luft entlässt und das, weil sich halt niemand drum kümmert, das alles mal wieder zu löschen. Da haben wir ihn. Puh, als ob er sich wirklich da versteckt hat. Und was ich halt am meisten nicht verstehe, dass irgendwie jeder sich aufregt, yo, wir müssen alles reduzieren, kein Fleisch mehr essen, wir müssen das nicht mehr machen, wir dürfen das nicht mehr machen, in 11 Jahren ist unsere Erde kaputt oder in 7 Monaten oder in 17 Monaten, irgendwie hat da jeder auch seine eigene Angabe. Und am Ende brennt dann Amazonas, gefühlt 80% der Menschheit geht das komplett am Arsch vorbei, sie interessieren sich nicht dafür und gelöscht wird's erst recht nicht. Der brennt ja vor sich hin. Unsere Erde geht weiter kaputt und interessiert wird sich da auch nicht. Ich verstehe halt auch nicht, wie kann denn sowas passieren, dass der größte Urwald in Flammen gerät? Klar, es ist oft Struktur so, dass Massenbrände angesteckt werden, um Land zu gewinnen. Vor allem von illegalen Machenschaften. Aber jedoch, wie kann sowas so ein Ausmaß erraten und wie kann es sein, dass plötzlich da gefühlt halbe Amazonas brennt und dass sich niemand dafür interessiert? Beziehungsweise, dass niemand Ambitionen hat, dagegen was zu machen. Und, oh, Bruder, muss mal gucken, wie ich den hier jetzt so ein bisschen outplaye. Oder er muss gucken, wie er mich outplayt. Huch. So, ich bin ja auch ein relativ aktiver Twitter-User und was ich da manchmal sehe, ist halt, es ist halt einfach belastend, dass es sogar Politiker gibt, die gefühlt nicht mal was davon wissen, obwohl er da seit Wochen brennt und sie interessieren sich halt nicht dafür, sie hören davon nichts. Medien berichten lieber über irgendeinen Müll, als darüber, dass gerade die Lunge unserer Erde einfach wegstirbt und brennt und uns es halt null juckt. Erstmal auch wieder ein echt aktiver Stomper. Das Ding ist, ich habe auch, wie gesagt, hier extra so eine eher negative Stimmlage, weil ich es einfach echt nicht nachvollziehen kann und weil ich dieses Video null ins Lächerliche ziehen will in irgendeiner Weise oder irgendwie daraus einen Spaß machen will, weil das ist halt wirklich einfach purer Ernst. Das ist wirklich Jahrhunderte, die da gerade in Erinnerung wegbrennen, die einfach weg sind für immer, die kommen nicht einfach so schnell wieder. Was für mich, finde ich, meiner Meinung nach echt schlimm ist. Und ich hoffe mal, ich bekomme den Typen, wenn er gleich bei mir steht. So, es lebt jetzt noch ein Roter, der irgendwie kein Bett mehr hat. Und der Schwarze, der kein Bett mehr hat. Mal gucken, der Schwarze hat mich noch nicht gesehen. Wie kommen wir da am besten jetzt runter? So.
Nein. Och, Bruder, willst du mich komplett verarschen? Das Ding ist, wie soll ich den jetzt am besten holen, Alter? Ja, oh, Glück gehabt. Ich möchte einfach darauf aufmerksam machen, Leute, falls ihr Twitter habt, falls ihr Insta habt, postet irgendwas, macht irgendwas, egal wie klein ihr seid, egal wie viele Leute es sehen oder nicht, macht irgendwas. Wenn es nur 3 Leute sehen, die sich vielleicht dann mehr dafür interessieren, ist das egal. Falls das zu dem Zeitpunkt, ich hoffe wirklich, dass es nicht so ist, wie ich denke, falls es zu dem Zeitpunkt noch so ist, dass er immer noch brennt und es wirklich so ist, dass sich da an dieser Situation, die da zurzeit herrscht, sich nichts geändert hat, hoffe ich wirklich, dass es wirklich irgendwann jetzt in nächster Zeit passiert. Weil ihr seht das sogar eine Woche, nachdem ich es aufgenommen habe. Und ich hoffe wirklich, jetzt hat sich in der Zeit irgendwas geändert. Leute, ich hoffe, euch hat dieses ernste und vielleicht etwas traurigere Video gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.